denn hier passiert? Das war Tommy. Das? Niemals. Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Scheiße, hier drüben ist noch jemand. Den kenne ich nicht. Ciao, Felix. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Oh Gott, Hilfe. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage. Aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Ja. Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Das ist ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Ein Tentakelgemälde. Wir haben schon gewusst, dass ich das mal Let's Playen werde, dann im Stream. Vielleicht holen wir Tommy ein. Deswegen haben die das Bild hier aufgehangen. Ja. Stimmt's, Carter? Stimmt. Soll ich da einfach runterspringen? Ach so, das steht, packt ein Auto, ja dann. Das ist nicht so tief. Ein Wohnwagen. Du sagtest ja, Tommy hat so einiges getan, aber... Scheiße. Ich weiß. Alles in Ordnung? Schön war's nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie, wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt? Ich hätte Schlimmeres getan. Kapiert. Gute Nacht, Ludo. Mach's gut. Moment, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Durch das zweite Tor, das vor uns ist? Nee. Wieder zurück zum... Okay, von mir aus, oder? Denke schon. Nee, hier ist jetzt zu. Da kommen wir nicht wieder zurück. Dann schauen wir, ob es woanders weitergeht. Zum Beispiel hier. Du gehst zum Generator. Ich mach das Tor auf. Ich gehe zum Generator, okay. Der mit Blut geschrieben war? Ja. Hab's. Und ich... hab's... satt. Ach so. Die Frage ist nur, wo führt uns das hin? Wenn es keinen anderen Weg gibt. Irgendwo ein Lager aufschlagen.
Vielleicht weiter oben, dann haben wir das Gebiet im Blick. Klingt gut für mich. Okay. Suchen wir ein offenes Gebäude. Vorzugsweise ohne Infizierte. Oder WLF. Wolves. Wie auch immer. Ich hab noch diese Mandeldinger, falls du Hunger hast. Nein, danke. Du solltest etwas essen. Oh mein Gott. Was? Ich klang gerade wie meine Mutter. Ich brauch nichts. Dina! Schnapp die Schimmer! Los! Dina! Nein, nicht Schimmer. Jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt wird persönlich. Joel können die von mir aus so oft killen, wie die wollen, der hat's verdient. Aber nicht Schimmer. Jetzt werden alle sterben. Carter, bitte nicht das Essen. Das brauche ich noch. Hätte nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Wie hast du uns gefunden? Hab nach einem Typen mit einer scheißhässlichen Narbe gefragt. Sehr lustig. Wie viele sind noch hier? Hm? Nur ihr beide? Du kannst das nicht stoppen. Jordan! Du solltest nach der anderen Ausschau halten. Was ist denn hier los? Hey, der Schmuggler, den wir in Jackson gekillt haben? Ja. Dieses Mädchen war da. Was? Sie sind hinter uns her. Deshalb war Nick so zugerichtet. Wir müssen sie zu Isaac bringen und ihm genau sagen, was hier los ist. Ja, tja, ich habe gerade mit Isaac gesprochen. Wir haben einen neuen Auftrag. Alle Eindringlinge töten. Oh, Moment, Moment, das ist doch völliger Schwachsinn. Das ist ein Befehl, Mann. Nein, reden wir mit ihr, um herauszufinden, was sie weiß. Scheißegal, was sie weiß. Du hast gesehen, wozu sie fähig ist. Du weißt doch gar nicht, wie viele Leute sie dabei hat. Das könnte ein Hinterhalt sein, Mike. Egal, wie viele es sind. Wir finden sie, wir töten sie. Kannst du nicht bitte einmal kurz dein Hirn einschalten und einfach... Dina! Wenigstens ist der Pferdemörder schon tot. Kann ich wieder beruhigt weiterspielen. Hab dich, mieser Wichser! Oh, Carter! Brach ab, ey. Ich hab gerade eine Maus rumgedrückt, aber der Stream läuft noch, oder? Der hat nur das Fenster zugemacht. Okay. Jetzt schon. Ellie. Ellie. Wir sollten gehen. Bestimmt hat jemand die Schüsse gehört. Schau mal. Sie gehört zu ihnen. Na los. Sieh dir den später an. War da ein TV-Sender auf der Karte? Ich hab keine Ahnung. Komm. Das stimmt, das Pferd bringt das nicht wieder, aber wenigstens wurde... Wenigstens habe ich mich gerecht. Für mich ist das Spiel jetzt quasi durchgespielt. Oh, dammit, das war echt schlecht. Dass das gerade nicht gescriptet war, sondern wirklich so passiert ist. Genug. Scheiße, wir müssen hier raus. War schon echt cool irgendwie, dass ich nachladen musste und sie kam auf mich zu und ich wusste nicht, ob ich rechtzeitig nachladen kann. Und dann wird sie von der Seite von ihr erschossen und ich schieße ihm, oh Gott, das Bein ab.
Und so, das hätte auch so gescriptet sein können. Das hätte auch so, ne, absichtlich choreografiert sein können. Das Ganze. Finde ich gut. Ups, falsche Taste. Das eher nicht. Ich dachte, vielleicht habe ich ein bisschen Auto-Aim-Glück oder so. Wow! Los, ihr habt keine Munition! Dammit! Verflucht nochmal! Oh, shit. Warte mal, ich habe eine Idee. Na los! Erledigt! Haha, keine gute Idee. David. Au! Au, ich sterbe hier gleich. Ich sterbe wirklich gleich. Du musst mich mal kurz in Deckung lassen, bitte. Kira! Rückt auf! Wie viele sind denn hier eigentlich? Jetzt werden wir hier plötzlich zum Massenmörder. Ich tue das wirklich nicht gern, was ich jetzt gleich mache, aber ich habe leider keine andere Wahl mehr. Sorry! Nix für ungut. Aber ich habe noch so viel Lappen. Ich weiß nicht, wohin mit meinen ganzen Lappen. Tut mir echt leid. Ich weiß, dass du da bist. Ach was. Wie spät ist es jetzt? Ja. Es ist schon nach 10, oder? Haha. Nein. Es ist fast 10. Es ist 10. Es ist alles okay. Wir können das spielen hier live. Na gut. Haben wir mal schnell ungefähr 10 Leute umgebracht zu. That escalated quickly. Das ist gut. Das ist wirklich gut gemacht. Das ist wirklich gut gemacht. Die KI in dem Spiel ist nämlich diesmal wirklich gut. Ich habe mich nämlich immer so ein bisschen drüber lustig gemacht. Über den Kommentar von den Entwicklern vom ersten Teil, dass sie gesagt haben, ja, ja, wir könnten die KI besser machen, aber dann ist die KI so gut, dass dass der Spieler dauernd verliert, weil, ne, dann umkreisen die ihn und sind irgendwie unfair. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, naja, unsere Vorstellungen von guter KI gehen hier ein bisschen auseinander. Weil der beschreibt hier quasi eine KI, die super clever ist und cheatet. Aber ich hätte gerne KI, die plausibel ist und sich so verhält, wie sich Menschen verhalten würden. Das wäre für mich eher eine gute KI, die ruhig auch Fehler macht und nicht immer logisch ist, aber halt wie menschlich ist. Und so ist die KI in dem Spiel hier tatsächlich. Die sprechen sich so ein bisschen ab, die agieren so ein bisschen, die haben auch mal Panik. Die eine Frau hat gezuckt, als ich daneben geschossen habe. Das war gut. Das hat mir gefallen. Hat mir gefallen, wie ich die alle ganz brutal abgeschlachtet habe. War schön. Technisch beeindruckend auf jeden Fall, würde ich sagen. Diese Schüsse. Weiß nicht. Durchsuch den Hof. Du, übernimm die Cafeteria. Ich bleibe hier. Okay. Vor allem haben fast alle Namen. Ja, ja, die haben sich auch mit Namen zugerufen. Das stimmt. Das macht es irgendwie persönlicher und krasser, meiner Meinung nach. Das stimmt. Ich meine, ich denke mir jetzt auch schon gerade, das ist jetzt schon wieder sehr gamey, dass ich jetzt plötzlich hier 50 Leute abschlachte. Das passt gar nicht zum bisherigen Spiel. Hier ist quasi wieder diese berühmte ludonarrative Dissonanz so ein bisschen. Die Handlung bis gerade eben
Und das jetzt gerade passt gar nicht so richtig zusammen. Das fühlt sich so ein bisschen off gerade an. So ein Rudel Zombies irgendwie töten, die sowieso nichts hören und nichts sehen, ist noch irgendwie plausibel, aber das ist jetzt ein bisschen so, jetzt sind wir halt wieder der super stealthige Mörder-Action-Held, der alle total krass super stealthig wegkillt. Oder auch super shootig. Das ist echt ein bisschen krass, dass sie sagt, sei einfach still und dann sticht sie ihn ab. Ich meine, ich mach das ja, aber ja. Euch. Sei einfach still, dann wird dir nichts packen. Warum trennt ihr euch denn? Warum bleibt ihr denn nicht in der Gruppe? Los, oh, das ist schlecht. Meine Munition ist wirklich leer. Guck mal, oh Gott, ey, das ist wirklich schon krass, ey. Wirklich krass, finde ich das. Wirklich krass. Scheiße, pass auf! Tja, meine Munition ist leer. Die würden sich wünschen, meine Munition ist nicht leer. Dann wäre es weniger schmerzhaft, nämlich. Für alle Beteiligten. Okay. Bandagen. Cool. Nachdem wir jetzt quasi offiziell super krasser Massenmörder sind. Ein Duo super krasser Massenmörder drinnen, können wir jetzt hier ein bisschen plündern. Das ist halt schon komisch. Gerade haben die noch drüber geredet, wie sie mal Leute getötet haben, also vor ein paar Folgen, ne? Das ist halt ein Videospiel, mein Gott, aber gerade haben sie noch drüber geredet an ihre Morde und dass sie sich dran erinnern und bla bla. Und jetzt wird hier abgeschlachtet wie sonst noch was. Aber sonst wäre es halt auch kein Spiel, sondern, also sonst wäre es halt ein, ist eh ganz klar. Kein Action-Spiel, sondern ein Walking Simulator. Das wollte man halt mit dem Spiel nicht machen. Ich will das dem Spiel gar nicht vorwerfen. Ich finde das nicht schlimm. Aber es fällt halt schon auf, dass hier das nicht ganz zusammenpasst, das Erzählerische und das Gameplay. Aber das stört mich nicht. Nasses Dach. Zum Glück anscheinend nicht wirklich rutschig. Aber ich muss echt sagen, ich meine, dass das sieht alles schon sehr krass aus und ist wirklich krass inszeniert und auch gut inszeniert. Also wirklich toll eigentlich. So technisch gesehen und auch in, ich meine, ist ja auch voll okay, dass das Spiel Gewaltdarstellung schonungslos zeigt. Wenn man dann sagt, das ist mir zu viel oder die Art von Gewaltdarstellung will ich nicht sehen, kann ich das auch verstehen. Aber ich finde es trotzdem gut, dass das Spiel das auch schonungslos macht, warum nicht? Aber was ich sagen wollte, ist, dass das Gameplay in den Kämpfen auch einfach echt Spaß macht. Mir. Das hat mir echt Spaß gemacht auch, das Kämpfen. Ich finde, man hält fast ein bisschen zu viel aus. Für meinen Geschmack hätte ich an zwei Stellen sterben müssen, weil ich mich einfach blöd angestellt habe. Aber andererseits bin ich auch ganz froh. Wäre aber besser eigentlich, ich sollte einen Schwierigkeitsgrad hochspielen, wäre ein besseres Erlebnis, glaube ich, eigentlich. Scheiß auf die Wolves. Klau ihr Zeug. Wie sieht's aus? Ist da was? Nein.
der Teufel? Ellie, what's up? Hallo? Wo ist Adrians Patrouille? Ha! Hey, ihr zwei! Der Eindringling ist weg! Was? Hast du was gesehen? Nein! Sichert das Dach. Ich suche hier drüben. Sicher, dass sie nicht auf der Straße ist? Habt ihr nachgesehen? Oh shit, das gefällt mir nicht. Kommt sie da runter? Zingelt. Keine Ahnung. Oh mein Gott, wir werden angegriffen. Ich höre. Keine Munition! Oh, oh shit. Kann ich da... Ja, das ist doch gar nicht so schlecht, glaube ich, oder? Ausschwärmen und suchen. Ausschwärmen, wir zwei. Alle beide schwärmen wir aus. Was? Wieso? Wo ziel denn ich hin, bitte? Warum hat denn das gerade bitte nicht funktioniert? Das war komisch. Du bist erledigt! Ja, ich wäre jetzt eigentlich wirklich tot, weil ich keine Munition hatte. Warum eigentlich nicht? Ich habe das Gefühl, ich habe die Waffe schon 100 Mal nachgeladen. Ich hätte das Jagdgewehr in der Hand, ne? Nicht die Schrotflinte, komischerweise. Das war wahrscheinlich auch schon im Liegen das Problem. Hey, da lag doch so ein Snack, den ich vorher nicht brauchte. Ja, perfekt. Instant Heilung. Sparen wir uns ein Medikit. Wobei ich genug hätte. Aber okay. Gute Nacht, Crusader. Mach's gut. Schlaf gut, wollte ich sagen. Beides. Ja, das ist schon beeindruckend, muss ich schon sagen. Das ist schon beeindruckend, wie die Kämpfe inszeniert sind und wie die laufen. Eben, dass ich dann manchmal so frontal angeschossen werde und einfach weiterlaufe, ist da auch so ein Immersionsbruch. Das finde ich fast schade. Töte ab hier alle Eindringlinge. Ich schicke zusätzliche Einheiten, um die andere Frau zu finden. Kommt abends in die Basis zurück. Die andere Frau zu finden? Sind wir die andere Frau? Oder wen meint der? Kommt abends in die Basis zurück, bringt alle verfügbaren Vorräte mit. Ja, das nervt mich ein bisschen, dass nach dem Craften immer automatisch das, was ich gecraftet habe, ausgewählt wird. Oder grundsätzlich, wenn ich in Menüe gehe, dann wenn ich in Menüs gehe, wechselt sie oft automatisch dann die Waffe und so Sachen. Das nervt mich ein bisschen. Bleib doch bitte bei der Waffe, die ich ausgewählt hatte. Was ist hiermit? Versuchen wir es. Ein Menü macht Mühe. Viele Menüe machen Mühe. Na los, rein da! Nein, jetzt haben die Hunde. Nein, keine Hunde. Wir müssen aus dieser Schule raus. Sofort. Das heißt, wahrscheinlich kommen Hunde als Gegner und ich muss ernsthaft Hunde töten. Ja, das Spiel ist echt ein bisschen zu krass. Wenn ich da jetzt irgendwie Hunde töten muss, dann ist das echt. Dann geht's mir auch ein bisschen zu weit jetzt, dann die Gewaltdarstellung. Weil mit der realistischen Gewaltdarstellung Hunde töten, da ist es dann... Nee, das ist nicht mehr lustig.
schon. Cardio. Der Kalorienverbrennungsheld. Der hat relativ wenig Brains. Der erste, der relativ wenig Brains hat. So. Pedro Rochas, Cardio. 60-60. Zugehörigkeit keine. Pedro Rochas war ein... Oder Rotes, keine Ahnung, war ein Langstreckenläufer, der vom großen Sieg träumte, aber immer einen kürzeren zog. Als Bark ihm grenzenlose Ausdauer anbot, wenn er sich als Versuchsperson für neue Velicitanum-Kunstherzen zur Verfügung stellte, willigte er sofort ein. Danach tauchte er unter. Heute ist er unter dem Namen Cardio bekannt und kann schneller und weiter laufen als jeder andere. Das steht wirklich aus, alt jeder andere wahrscheinlich. Spark ist auf der Suche nach ihm, da sie ihre Experimente noch beenden wollen. Dazu müssen sie ihn allerdings erstmal kriegen. Held. Das ist mal ein Setting hier mit 4 Bildschirmen, so angeordnet. Finde ich gar nicht schlecht. 2 Wandmonitore, 2 stehen unten. Das wäre gar nicht, da kann man gut arbeiten. Das hätte ich, wow, das hätte ich gerne. Das ist ein cooles Setup. Nicht schlecht. Muss ich mir merken. Nun, weiß ich auch nicht mehr weiter. Ellie will nicht aus dem Fenster springen. Spring nicht aus unbekannten Fenstern. Sie will nicht... Ah doch, sie will doch über die Couch springen. Na gut, okay. Dann gehen wir hier lang. Wir müssen zur Straße. Wollen wir nicht lieber ein paar Brettspiele spielen? Da war ein Spiel im Regal, das hieß Panda Patrol. Das klingt doch gut. Lass uns Panda Patrol spielen. Ach ja. Tiere in Videospiele töten, finde ich immer ganz schlimm, Hunde und Pferde. Das ist halt wie kleine Kinder. Das sind so unschuldige Wesen. So unschuldige kleine Wesen. Die können überhaupt nichts dafür. Die wissen überhaupt nicht, was sie tun. Die wissen überhaupt nicht, was abgeht. Das ist ungefähr, wenn ich jetzt hier in The Last of Us 2 dann später Hunde töten muss, dann können sie mir auch gleich Säuglinge hinsetzen, die ich dann irgendwie mit dem Messer töte. Das macht für mich keinen Unterschied mehr. Das finde ich sehr, sehr, sehr unangenehm. Ganz schlimm. Danke fürs Followen, Moritz. Okay, sieht gut aus. Ja. Scheint okay zu sein. Gut. Schau mal hier. Sie gehört zu denen. Dann scheiß auf sie. Lies den Brief. Jordan. Das stimmt. Lässt uns für 2 Wochen beim TV-Sender Wache schieben. Scars wurden dort gesichtet. Hier ist etwas zur Erinnerung, Lea. TV-Sender. Meinst du, sie ist noch da? Wir müssen es rausfinden, oder? Also, es ist bei diesen hohen Gebäuden. Da lang.
Okay. Holen wir uns Leah.